Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Euro hat am ersten Werktag nach der Bargeldeinführung seine Bewährungsprobe bestanden. Handel und Banken zogen heute eine überwiegend positive Bilanz. Die Europäische Zentralbank bezeichnete die Umstellung als reibungslos. Die Kunden nahmen Verzögerungen an den Ladenkassen und Warteschlangen an den Bankschaltern in Kauf. Allein in Deutschland gaben Sparkassen und Landesbanken mehr als 4 Milliarden Euro aus. EU-Währungskommissar Solbes schätzt, dass bereits Mitte Januar 90% des Geschäftsverkehrs ausschließlich in Euro abgewickelt werden. Die Kassen gut gefüllt, das Personal geschult. Der Einzelhandel hat sich so gut es geht auf den Euro eingestellt. Trotzdem kam es am ersten Werktag nach der Währungsumstellung an vielen Kassen zu Warteschlangen. Wie erwartet bezahlten viele Kunden noch mit D-Mark, zurück bekamen sie Euro. Vor allem eine logistische Herausforderung für den Handel. Wir haben die 10-fache Menge an Wechselgeld als sonst. Wir gehen davon aus, dass es reicht. Wir sind auch zusätzlich mit Mitarbeitern ausgestattet, die ganz schnell nachliefern können. Und ich denke, das wird funktionieren. Der Einzelhandelsverband ist zufrieden. Das Geschäft heute lief gut, unproblematisch der bargeldlose Zahlungsverkehr. Besonders viele Kunden zahlten heute mit Karte. Wechselschwierigkeiten nur bei den großen Euro-Banknoten. Insgesamt ein recht reibungsloser Ablauf. Alles andere hätte uns überrascht und die Kunden spielen mit. Das ist das Schöne und das ist für uns das Überraschende. Hier ist keine Euroskepsis mehr zu spüren. Es gibt bei den Kunden wirklich eine Euphorie. Und es macht den Kunden Spaß, mit dem neuen Geld einzukaufen und zu sehen, wie das Ganze geht. Es gibt eine große Rücksichtnahme, es ist eine gute Stimmung in den Geschäften. Großen Andrang meldeten viele Banken. Die letzten D-Mark-Reserven in Euro umtauschen, dafür nahmen viele Kunden lange Wartezeiten in Kauf. In rund 2 Wochen, so schätzen Experten, wird der Großteil der D-Mark aus dem Bargeldumlauf verschwunden sein. Der Euro hat heute an den Devisenmärkten deutlich angezogen. Er übersprang die Schwelle von 90 US-Cent. Grund für den Anstieg ist nach Ansicht von Händlern die reibungslose Umstellung auf das neue Geld. Dies habe nach allem Wehklagen einen positiven psychologischen Effekt ausgelöst. Die Bundesbank erwartet nun ein wachsendes Vertrauen auch außerhalb der Eurozone. Auch wenn es vereinzelt kleinere Probleme an Geldautomaten gegeben hat, insgesamt ist die Finanzwelt mit der Euro-Umstellung zufrieden. Die Bundesbank, die zwar keine Geldhoheit mehr hat, aber logistisch für die Abwicklung der Bargeldumstellung hierzulande zuständig ist, hat die Umstellung als außerordentlich reibungslos bezeichnet. Ihr Präsident Welticke betonte, dass es bislang auch nicht den befürchteten Inflationsschub gegeben habe. Wir haben bisher umstellungsbedingt noch keine signifikanten Preiserhöhungen feststellen können. Dass hier und dort bei der Umstellung von nationalen Preisen auf den Euro aufgerundet wird oder vielleicht auch neue Preise, die adjustiert werden mussten, gefunden werden, ist nicht auszuschließen. An den Devisenmärkten hat die neue Währung heute deutlich zugelegt. Im Vergleich zum letzten Handelstag im alten Jahr stieg der Euro zum Dollar um über 2 amerikanische Cent auf einen Referenzkurs von 90,38 US-Cent. Devisenhändler erklärten den Stimmungsumschwung für die neue Währung so. Man hat immer argumentiert, noch ist der Euro nicht angenommen von der Bevölkerung in Euroland. Dieses Gegenargument ist entfallen und es ist auf eine Art und Weise entfallen, wie man sich das hätte nicht besser träumen lassen können. Und insofern wirkt sich das psychologisch positiv aus. Dennoch ist der Außenwert weiterhin schwach. Seit der Einführung vor 3 Jahren hat der Euro rund 20% an Wert gegenüber dem Dollar eingebüßt. Experten sehen eine Kurserholung erst dann, wenn Europas Wirtschaft wieder kräftig wächst. Mit der neuen Währung befasst sich heute Abend im Ersten auch die Sendung Teurer Euro um 21.40 Uhr. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist heute ein Erkundungsteam der internationalen Schutztruppe eingetroffen. Die Soldaten, darunter auch deutsche Offiziere, sollen die geplante Stationierung vorbereiten und die Situation in und um Kabul bewerten. Von ihrem Bericht hängt es ab, zu welchem Zeitpunkt die nachfolgenden Soldaten verlegt werden können. Verteidigungsminister Scharping erklärte in Berlin, erst Anfang nächster Woche werde feststehen, wann und in welchem Umfang das deutsche Kontingent seine Arbeit aufnimmt. Letzte Absprachen vor dem Einsatz in Kabul. Nur wenige Stunden nach ihrer Ankunft unternahmen die etwa 30 Offiziere des multinationalen Aufklärungsteams die erste gemeinsame Erkundungsfahrt, darunter 8 deutsche Offiziere. Sie sollen die Stationierung weiterer Einheiten in den kommenden Wochen vorbereiten. Wann das deutsche Vorauskommando eintreffen wird, bleibt weiter ungewiss. Doch der Auftrag der Soldaten ist klar.
Wir sind hier, um der Interimsregierung zu helfen, die einen Zustand an Sicherheit zu schaffen, der eine möglichst glückliche Entwicklung in einen demokratischen Zustand ermöglicht. Innerhalb weniger Tage müssen die Offiziere nun die Voraussetzungen für den Einsatz weiterer Kontingente schaffen, zum Beispiel ihre Versorgung mit Strom und Wasser sichern. Dabei soll es zwar sogenannte nationale Verantwortungsbereiche in Kabul geben, doch die Offiziere der britischen Führungsmacht betonten heute den multinationalen Charakter des Einsatzes. Wir betrachten die Truppen nicht als separate nationale Einheiten, sondern als eine Gruppe von Streitkräften, die einem gemeinsamen Ziel, einer gemeinsamen Mission dient. Und so startete das multinationale Erkundungsteam am Nachmittag gemeinsam, um mögliche Truppenstandorte in der Nähe des Flughafens und an den Ausfallstraßen Kabuls zu inspizieren. Der Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan hat begonnen. In Wilhelmshaven lief derweil ein Flottenverband der Bundesmarine in Richtung Afrika aus. Die 750 Soldaten an Bord der 6 Schiffe sollen im Golf von Aden und im Arabischen Meer sichere Seewege gewährleisten und mögliche Verbindungswege von Terroristen unterbrechen. Die Reise ans Horn war von Afrika aus etwa wird 3 Wochen dauern. Der zunächst 6-monatige Einsatz ist Teil des deutschen Beitrages zum Antiterrorkrieg der USA. Zum ersten Mal steht in den USA ein Mann vor Gericht, dem Verbindungen zu den Attentätern vom 11. September vorgeworfen werden. Der Franzose marokkanischer Abstammung Massawi soll sich in Alexandria im Bundesstaat Virginia unter anderem wegen einer möglichen Verschwörung mit dem Moslem-Extremisten Bin Laden verantworten. Massawi erklärte sich für unschuldig. Die Vereinigten Staaten machen Zakaria Massawi den Prozess, dem einzigen Terrorverdächtigen, den sie bisher dingfest machen konnten. Das Gericht von Alexandria liegt fast im Schatten des Pentagon, des am 11. September schwer beschädigten US-Verteidigungsministeriums. Streng bewacht wird der Angeklagte in das Gebäude gebracht, in dem über sein Leben entschieden werden soll. Zakaria Massawi wäre, glaubt die Regierung, einer der Flugzeugentführer gewesen, wäre er ihnen nicht 3 Wochen vor den Anschlägen schon ins Netz gegangen. Er hat dasselbe Flugtraining genommen, aus denselben Quellen Geld bezogen, dieselbe Absicht gehabt, Amerikaner zu töten wie die Entführer, sagt der Justizminister. Massawis Pflichtverteidiger plädierte nicht schuldig. Die Beweisführung ist schwierig. Es ist vor allem die Spur des Geldes, die Massawi belastet. Ein Ramzi Bin al-Shib, Mitglied der Hamburger Terrorzelle, überwies ihm $14.000. Damit bezahlte Massawi unter anderem sein Pilotentraining, indem er, wie die Attentäter des 11. September, nicht starten oder landen, sondern nur Kurven fliegen wollte. Das war es, was ihn verdächtig machte und in Untersuchungshaft brachte. Präsident Bush hat persönlich entschieden, dass Zakaria Massawi nicht vor einem der neuen Kriegstribunale, sondern vor diesem Gericht der Prozess gemacht wird. Nun können sie ihm einen Deal anbieten. Informationen gegen lebenslänglich statt Todesstrafe. Aber dafür müssen sie kräftige Beweise an der Hand haben. Und wer kann schon sagen, wie viel Zakaria Massawi wirklich über die Pläne der Al-Qaida-Organisation weiß? Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan will jetzt der britische Premierminister Blair vermitteln. Er kündigte an, nächste Woche in die beiden Länder zu reisen, um diese zum Dialog aufzufordern. Blairs diplomatische Initiative wird von den USA unterstützt. Inzwischen sollen 2 muslimische Extremistengruppen weitere Anschläge angedroht haben. Indien macht die Gruppen für den Überfall auf das Parlament in Neu-Delhi verantwortlich. Argentiniens neuer Präsident Dualde hat eine umfassende Reform des Wirtschaftssystems angekündigt. Er erwägt unter anderem, die Bindung des Peso an den Dollar aufzuheben. Dualde war zuvor mit einer deutlichen Mehrheit vom Kongress gewählt worden. Er soll das wirtschaftlich ruinierte Land bis 2003 regieren. In der Innenstadt von Buenos Aires, kurz vor der Wahl des neuen Präsidenten, kam es zu Gewalttätigkeiten zwischen Linksextremisten und Peronisten. Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen tagte im Kongress die verfassungsgebende Versammlung. Eine absolute Mehrheit von 262 Parlamentariern stimmte für den ehemaligen Provinzgouverneur von Buenos Aires, Eduardo Dualde, als neuer Präsident. Erst vor einer Woche hatte dieselbe Versammlung für Rodríguez Saá als Übergangspräsident gestimmt. Dualde soll bis Ende 2003 regieren. Ich sage Ihnen, dass das Chaos und die Anarchie, in der wir hier leben, sich nicht mit Kugeln und Bajonetten lösen lässt. Dualde kündigte eine Regierung der nationalen Einheit an und
Ich werde mit einem verbrauchten Wirtschaftsmodell Schluss machen, das die überwiegende Mehrheit der Argentinier in Verzweiflung gestürzt hat. Als Peronist fordert Dualde soziale Gerechtigkeit und einen wirtschaftlichen Nationalismus. Eduardo Dualde gilt als letzte Chance. Er könnte sie nutzen. Immerhin war er Gouverneur der größten Provinz Argentiniens. Er hat Erfahrung auf Bundesebene und den Rückhalt aller großen politischen Parteien des Landes. Wenn er scheitert, so sagen Experten, droht Argentinien die Anarchie. Die CSU hat den Vorwurf des Parteispendenbetrugs als Verleumdungskampagne im Wahljahr zurückgewiesen. Damit solle Parteichef Stoiber als Kanzlerkandidat verhindert werden, sagte heute CSU-Generalsekretär Goppel. Das Magazin Stern hatte berichtet, die Partei habe falsche Spendenquittungen ausgestellt und sich damit staatliche Zuschüsse in Millionenhöhe erschlichen. Der Vorwurf der Hamburger Illustrierten, die CSU habe jahrelang Einnahmen aus Spendenabos für Parteizeitungen wie den Bayern-Kurier als Geldspenden an die Partei deklariert und für diese angeblich zu Unrecht rund 6 Millionen Mark, mehr als 3 Millionen Euro, an staatlichen Spendenzuschüssen erhalten. Ob der Umgang der CSU mit Spendenabonnements eigener Parteiblätter rechtens war, dazu gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen. Wenn es so ist, dass diese Gelder gezahlt worden sind, um Abonnements zu bestellen vom Bayern-Kurier, dann können sie nicht als Spende deklariert werden, was ja zur Folge hat, dass es noch Steuergelder zusätzlich gibt. Wenn es aber Spenden sind, das heißt direkt an die CSU gezahlt worden ist, dann ist das nicht zu beanstanden, aber das muss geklärt werden. Bei der CSU ist man sich keiner Schuld bewusst. Die Bayern-Kurier-Abos hätten klar das Ziel gehabt, der CSU zugute zu kommen. Es ist einer Partei unbenommen, was sie mit ihren Einnahmen macht. Und jeder, der Geld für den Bayern-Kurier gegeben hat, hat gewusst, er spendet für die CSU und fördert damit die Politik der CSU. Genauso sieht das offenbar auch eine Drucksache des Bundestages. Dort heißt es, erhält die Partei ein Patenschaftsabonnement ihrer eigenen Zeitung zugewendet, um damit letztlich für sich selbst im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu werben, so kann die Partei dafür eine Spendenbescheinigung ausstellen. Neben der Staatsanwaltschaft prüft auch die Bundestagsverwaltung die vom Stern erhobenen Vorwürfe. Vor der Kamera wollten sich Vertreter der Behörde jedoch nicht äußern. CSU-Landesgruppenchef Gloß hat unterdessen angekündigt, dass sich Stoiber während der Klausur in Wildbad Kreuth in der nächsten Woche zur Kanzlerkandidatur der Union äußern werde. Stoiber wolle seine Ziele für dieses Jahr erläutern. Dazu gehöre auch die Frage, wer, so Gloß, als Bannerträger der Union in den Wahlkampf ziehen solle. Entschieden werde in Kreuth aber noch nichts. CDU-Chefin Merkel hat in einem Brief an die Führungskräfte ihrer Partei Geschlossenheit gefordert. Auf der Zielgeraden der Entscheidung über den Kandidaten dürften jetzt keine Fehler gemacht werden. Die Buschbrände im Südosten Australiens haben sich abermals ausgedehnt. Auch mit Löschhubschraubern versuchen Feuerwehrleute zu verhindern, dass sich der 1000 Kilometer lange Feuerring um die Millionenstadt Sydney weiter zusammenzieht. Im Norden der Metropole sind die Flammen nur noch 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Zahlreiche Häuser in den Vororten wurden bereits von dem durch starke Winde angefachten Feuer zerstört. Seit Beginn der Brandkatastrophe mussten 10.000 Menschen aus ihren Häusern fliehen. Schneestürme haben in weiten Teilen Polens den Verkehr lahmgelegt. In Südpolen kam der Verkehr durch bis zu 2 Meter hohe Schneeverwehungen zum Erliegen. Autobahnen waren unpassierbar. Mehr als ein Dutzend Züge blieben im Schnee stecken. Im Nordosten des Landes mussten die Menschen in rund 150 Dörfern ohne Strom auskommen, nachdem Elektrizitätsmasten unter der Last der Schneemassen zusammengebrochen waren. Der Schauspieler Paul Hubschmidt ist gestorben. Er erlag im Alter von 84 Jahren einer Lungenembolie. Hubschmidt wurde mit Nachkriegsfilmen wie Der Zürcher Verlobung oder Der Tiger von Eschnapur populär. Der gebürtige Schweizer spielte an der Seite von Marika Röck und Sonja Ziemann und war vor allem als Charmeur und Lebenskünstler zu sehen. Auf der Theaterbühne verkörperte er rund 2000 Mal den Professor Higgins in My Fair Lady. Die Lottozahlen 13, 21, 25, 34, 35, 46, Zusatzzahl 38, Superzahl 1, die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 6, 6, 8, 7, 9, 5, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 5, 8, 9, 0, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. Januar.
Ein kräftiges Hoch hält in den kommenden Tagen von Mitteleuropa Wolken fern. Es schneit morgen vor allem am Balkan und in der Ukraine. Schneeregen fällt in Skandinavien, Regen in Irland und in Spanien. Nach Mitternacht bilden sich zwischen Köln und München sowie zwischen Rostock und Erzgebirge Wolken. In der Früh entsteht Nebel. Einige Nebelfelder halten sich auch noch während des Vormittags, bevor es aufklart und die Sonne zum Vorschein kommt. Der Wind wird morgen schwach bis mäßig, aus Ost bis Südost. Auch in der kommenden Nacht liegen die Temperaturen wieder weit auseinander. In einigen Alpentälern bis zu minus 20 Grad, auf den Inseln Werte über 0 Grad. Am Tag 1 Grad plus im Breisgau, im Allgäu minus 8 Grad. Die Aussichten. Bis einschließlich Samstag bleibt es weitgehend sonnig und kalt. Am Freitag 0 Grad am Oberrhein und minus 9 Grad in der Oberpfalz. Der Nachtfrost wird noch etwas strenger, in der Nacht auf Samstag bis zu minus 17 Grad in Franken. Am Sonntag dreht der Wind, es wird etwas milder und neue Wolken ziehen auf.